Über die Hexenprozesse in Lemgo schreibt Karl Mayer in seinem Buch über die Geschichte der Stadt Lemgo auf Seite 164. Für die Hexenjustiz gab es zwei Kriminalgerichte, das Landesherrliche, das in Detmold, Horn oder Brake tagte, und das Städtische, vom Rat in Lemgo verwaltet. Jenes bestand aus dem Kanzler, den Räten und dem Sekretär. Auf dem Lande lag die Voruntersuchung bei den Amtsmännern und Vögten. Von einer Hexenverfolgung aus vorreformatorischer Zeit in Lippe ist nichts bekannt. Die ältesten Prozesse entstammen der Mitte des 16. Jahrhunderts, gegen dessen Ende eine schärfere Verfolgung einsetzte. Den Anlass dazu gibt stets eine vermeintliche Schädigung von Mensch, Tier oder Acker, deren natürliche Ursache man nicht erkennt. Man fragt überhaupt nicht danach, sondern sieht überall Hexen am Werk. Wer in den Verdacht der Hexerei kommt, und niemand ist dagegen gesichert, wer das böse Geschrei hat, ist schon so gut wie verloren. Die Pastoren teilen den Aberglauben ihrer Gemeinden und denken nicht daran, den gehässigen Verleumdungen auf den Grund zu gehen, bringen oft sogar selbst die Verdächtigen zur Anzeige. Graf Simon VI., aufgeklärt und besonnen, verbietet an seinem Gericht die 1582 im Lemgo eingeführte Wasserprobe, die von den Angeschuldigten, da sie sich unschuldig wussten, stets gefordert wurde, ohne sie zu retten, da der Büttel die Frauen am Strick hielt und das Untersinken, das für Unschuld sprach, verhinderte. Dem Landesherrn wurde sein humaner Grundsatz, in Zweifelsfällen ist es besser und gottseliger, einen Schuldigen loszulassen, als einen Unschuldigen zu verdammen, von seinen Untertanen sehr verübelt und nach seinem Tode ins genaue Gegenteil verkehrt. Die eigentliche, ja die Ursache all jener Justizmorde ist die Folter, die zur Ergründung der Wahrheit angewendet wurde und das Gegenteil, nämlich die Unwahrheit, bewirkte. Die Carolina verlangte zur Verhängung der Todesstrafe das Geständnis der Angeklagten oder die Überführung durch zwei oder drei glaubhafte Zeugen. Da aber das Verbrechen der Zauberei ein übernatürliches und also durch Zeugen überhaupt nicht nachweisbares war, sah sich der Richter auf das Geständnis der Angeklagten angewiesen. Und das erzwang er jedes Mal durch die Folter. Die Quälereien durch Daumen- und Beinschrauben, Aufziehen an der Leiter mit rückwärts gebundenen Armen, Bewerfen mit brennendem Schwefel und so weiter, waren so grauenhaft, dass oft schon die bloße Terition, das Vorzeigen der Instrumente, genügte, das Geständnis zu erzwingen. Da jede Hexe so lange gepeinigt wurde, bis sie Mitschuldige nannte, erzeugte jeder Prozess neue Verhaftungen und Folterungen. Als Indizium galt hier wie anderswo alles Mögliche: Aussagen eines Gefolterten, Verwandtschaft mit einer geständigen Hexe, rasch zunehmender Wohlstand, ungewöhnlicher Butterertrag, nachlässiger Kirchenbesuch, besonders aber das böse Geschrei, gegen das man wehrlos war. Bevor die Lemgoer Prozesse in der Nachkriegszeit eskalierten, gab es sie auch dort in einem Umfang, der andere Städte nicht unbedingt überragte. Einer der ältesten Fälle stammt aus 1509. Damals wurden 14 Frauen und ein Lehrer verhaftet. Die Anklage lautete Giftmischerei. Tatsächlich hatte eine der Frauen einer anderen Frau einen Trank verkauft, der sie magischerweise wieder mit ihrem Sohn versöhnen sollte. Doch diese Mutter starb, nachdem sie den Trank zu sich nahm. Unter der Folter schwärzte die vermeintliche Giftmischerin weitere Frauen an. Diese gaben dann während des Verhörs allerlei Verbrechen zu und endeten schließlich alle auf dem Scheiterhaufen. Dieses Ereignis wird oft als der Beginn der langen, düsteren Zeit der Lemgoer Hexenprozesse angesehen. Und doch kann man sagen, dass es im 16. Jahrhundert zumindest eine gewisse Aussicht auf Freispruch oder Strafmilderung gab. So fand im Jahr 1566 zum Beispiel der Zaubereiprozess gegen Johann Büchsenschütz statt. Das Urteil war lediglich Verbannung. Deutlich rabiater fiel eine Hexenjagd in 1583 aus, die durch den zeitgenössischen Marburger Professor Scribonius festgehalten wurde. So sollen außerhalb der Stadt drei Hexen verbrannt worden sein, die unter Folter drei weitere Frauen angeschwärzt hatten. Diese wurden dann gleich am nächsten Tag hingerichtet. 1588 wurde die Witwe von Kurt Knakenbusch, auch bekannt als die Dicke Gese, gefoltert und daraufhin verbrannt. Bereits da fiel es auf, dass es häufig Witwen waren, die der Gefahr einer solchen Beschuldigung ausgesetzt waren.
Karl Mayer merkt hier an, dass die Ermittler die Witwe damals noch ermahnt haben, nicht unter der Folter leichtfertig Menschen zu nennen. Jeder, der an diesen Schandtaten teilnahm, wusste insgeheim, dass all diese Namen, die da unter der Folter erzwungen wurden, nur Unsinn waren. Freilich 80 Jahre später dann, in der schlimmsten Zeit, konnte es den Hexendeputierten gar nicht genug Namen sein. Das Ganze war dann wie ein bizarres Gewerbe. Während die gefolterte Frau kreischend irgendwelche Namen preisgab, waren die Knechte schon unterwegs und verhafteten die nächsten Opfer. Ein interessanter Fall ereignete sich in 1601. Da wurde mitten auf dem Markt Annerike, Witwe von Georg Rostert, schon wieder eine Witwe, von einer gewissen Anneke Schore angeschrien, sie sei beim Zaubertanze gesehen worden. Diese Art von leichtfertiger Beschuldigung nannte man damals Beklaffen. Annerike war da jedoch proaktiv und verklagte Anneke Schore sogleich wegen Verleumdung. Sie behielt Recht. Das Gericht vertrat hierbei die Auffassung, dass es gerade von Teufel zu erwarten ist, dass er tausende Gestalten annehmen kann und sich hierbei allzu gerne die Gestalt einer unschuldigen Person aneignet. Dass also Anneke etwas Falsches gesehen hatte, vielleicht einen Dämon, der zufällig die Gestalt der angeklagten Person annahm. Das zeigt natürlich die etwas seltsame Rationalisierung der Gerichtsleute, die viel lieber annahmen, dass da ein echter Geist oder ein echter Dämon in Frauengestalt gesehen wurde, als einfach zu glauben, dass diese Dame lediglich gelogen hat. Aber in den späteren Prozessen war nicht mal diese Rationalisierung allzu gefragt. Und über den recht grässlichen Fall aus dem Jahr 1603 schreibt Karl Mayer: Ein Prozess vom Jahre 1603 gegen die alte Grete Knake zeigt bereits ein Verfahren, wie es auch später nur selten an unmenschlicher Grausamkeit überboten wurde. Beim ersten Verhör, das vor allen vier Bürgermeistern, dem Ratssiegler und vier Ratsherren stattfand, behaupteten mehrere Männer und Frauen, dass die Sage im Schwange gehe. Die Grete sei eine Zaubersche und habe Hermann Osterhagens Frau und Kinder vergeben. Außerdem war sie vor 20 Jahren von der hingerichteten Hilgerschen als Genossin beklafft worden. Wie überall fehlte auch hier jeder Schatten eines Beweises für das ihr zugeschobene Verbrechen. Sie bestritt jede Schuld, wurde aber trotzdem ohne vorherige Anfrage bei einer Universität einer unmenschlichen Folter unterworfen. Sie ließ sich durch all die scheußlichen Quälereien keine Lügen abpressen, bat aber den Meister Kaspar Klaus inständig, ihr davon zu helfen. Nachdem man sie wochenlang in einem unterirdischen schmutzigen Loch hatte sitzen lassen, wurde sie zum dritten Mal gefoltert. Da erklärte sie, wenn sie denn Ja sagen sollte, so wolle sie es tun, und erzählte den üblichen Unsinn vom Hexentanz und so weiter, widerrief aber hinterher ihr Bekenntnis. Ob sie wohl eine arme Sünderin sei, wie alle Menschen, so wäre sie doch wegen der Zauberei unschuldig. Darauf wolle sie leben und sterben. Sie begehre nunmehr nichts anderes als den Tod, denn sie sei doch an Händen und Schultern dermaßen verdorben, dass sie auf der Erde nichts mehr nütze. Doch wolle sie für die frommen Herren und für ihre Feinde bitten. 3 Tage darauf wurde sie zum 4. Mal gemartert. Sie sei keine Zaubersche, sagte sie. Solle sie aber lügen, so wolle sie es tun. Dann log sie darauf los. Als sie dies Geständnis 4 Tage später außerhalb der Folter, was zur Verurteilung erforderlich war, wiederholen sollte, widerrief sie es und bat die Herrin, ein Ende zu machen. Sie wolle viel lieber sterben, als, wie ihr nun 18 Wochen geschehen, in einem unterirdischen Loch sitzen und gemartert werden. Erst 2 Monate später fand endlich das peinliche Halsgericht statt. Sie zum Tode zu verurteilen, wagte man nun doch nicht. Sie wurde des Landes verwiesen, im Widerspruch zu dem geltenden Gesetz, aber im Einklang mit dem bestehenden Brauch. Dieser Prozess zeigt bereits die wesentlichen Merkmale der späteren Lemgoer Prozesse, doch mit dem Unterschied, dass die Angeklagte, ob zwar zu Schanden gefoltert, immerhin mit dem Leben davonkam. Den Unterschied zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert erkennt man in Lemgo auch deutlich daran, dass ab 1621 sämtliche Hexenprozesse mit der Todesstrafe endeten. Mit der Ausnahme von 2 Fällen, über die ich natürlich berichten werde. Im Gesamten merkt man aber die Wirksamkeit der neuen Blutgerichtsbarkeit.
In der dritten Hochphase der Hexenverfolgung, da schon inmitten des 30-jährigen Krieges, nahmen die Prozesse deutlich zu. Gleich in 1621 fand der Prozess gegen die 70-jährige Anneke Steffen statt. Sie starb während der Folter, da sie sich weigerte, Namen zu nennen. Karl Mayer schreibt, dass zwischen 1628 und 1637 insgesamt 90 Menschen hingerichtet wurden, davon 6 Männer, der Rest rund 84 Frauen. Der Heimatforscher notiert, dass mindestens 10 noch während der Folter starben und dass es im Kerker 3 gescheiterte Selbstmordversuche gab. Von den Hingerichteten erduldeten 28 den entsetzlichen Feuertod. Der Rest wurde begnadigt zu einem Tode durch das Schwert des Scharfrichters. Karl Mayer spart an dieser Stelle nicht mit Zynismus. Die Umwandlung der Todesstrafe von dem extrem grausamen Verbrennen zu der mehr humanen Enthauptung geschah nach seinen Worten nicht aus Menschlichkeit, sondern aus rein wirtschaftlichen Erwägungen. Zum einen waren die Scheiterhaufen relativ teuer und waren nach der Vollstreckung gänzlich zerstört. Ein professioneller Schwerthieb kostete den Stadtrat deutlich weniger Geld. Hinzu kam, dass sich die korrupten Räte die Umwandlung der Todesstrafe zum Schwert hin von den Angehörigen bezahlen ließen. Das kostete oft 100 Taler, aber auch mehr. Man setzte die Angehörigen also einem recht irrsinnigen Stress aus mit der Frage, wie sehr sie ihre Familienmitglieder leiden lassen wollten und wie viel ihnen eine Verbesserung dieser Leidenssituation wert war. Das muss man sich mal vorstellen. All diese Geschichten fallen in die ersten drei Perioden der Hexenverfolgung von Lemgo, während meine Aufmerksamkeit sich vor allem auf die vierte Periode richten wird. Und doch zeigt die dritte Periode während des 30-jährigen Krieges bereits die Züge der Eskalation und die strukturelle Etablierung der Hexenprozesse als ein Businessmodell mit Menschenleben. Reden wir also ein wenig über die Stadtverwaltung und wie diese sich auf den Hexenprozess auswirkte. Die Lemgoer waren durchaus stolz auf ihre städtische Autonomie und daran konnten auch die Plagen des Krieges nichts ändern. Der Stadtrat bestand aus 12 Männern, die jedes Jahr neu gewählt wurden, jedoch 2 Jahre ein Amt ausübten. Hierbei unterschied sich das zweite Jahr immer vom ersten. Insgesamt waren also 24 Ratsherren aufgestellt, unterteilt in 2 Kammern. Die erste Zwölfergruppe war der aktuelle Rat, auch Geschworenenrat genannt, während die anderen 12 der Rat vom Vorjahr waren, auch genannt der alte Rat. Jeder Rat stellte 2 Bürgermeister auf, von denen mindestens einer einen akademischen Titel tragen musste, zumeist juristischer Natur. So gab es in Lemgo also stets 4 Bürgermeister, 2 waren die regierenden Bürgermeister und die anderen beiden waren sozusagen alte Bürgermeister, die aber schon im darauffolgenden Jahr wieder regierende Bürgermeister werden konnten. Dieses Ping-Pong-artige Doppel im Jahresrhythmus fand dann auch tatsächlich häufig statt, sodass dieselben Seilschaften aus Bürgermeistern manchmal über viele Jahre an der Macht waren. Sie mussten sich eben nur jedes gerade oder jedes ungerade Jahr in zweite Reihe stellen. Die längste Laufzeit hatte hier der recht teuflische Dr. Heinrich Kerkmann hingelegt, der zwischen den Jahren 1626 und 1666 unterbrechungsfrei entweder regierender oder alter Bürgermeister war. Die besagten 2x12 Ratsherren entsprachen auch dem Lemgoer Gericht und wechselten auch hier im Jahresrhythmus ihre Zuständigkeit. Aus diesen 24 Namen wurde dann auch eine Kommission gebildet, die sich mit der Hexerei befasste und hierbei entsprechende Ermittlungen anstellte. Ermittlungen, das ist an dieser Stelle vor allem ein Euphemismus für das Foltern von Frauen und gelegentlich auch Männern. Man nannte diese Zuständigen die Hexendeputierten. Das alles darf man sich nicht zu sehr wie ein heutiges Gericht vorstellen. Zwar gab es stets einen Chefankläger und sogar einen Pflichtverteidiger, den man Defensor nannte, der aber nie irgendeine Verhandlung gewann. Als angeklagte Frau konnte man darauf hoffen, dass es im diesjährigen Rat genügend Gegenstimmen gab, die mit dem Ergebnis der Hexendeputierten nicht zufrieden waren. Und das gab es. So ist es belegt, dass es Ratsmitglieder und auch Bürgermeister gab, die dem Hexenglauben nicht zugeneigt waren. Wenn es diesen dann gelang, einen Zweifel zu erwecken oder eine Rechtsunsicherheit aufzudecken, konnte oder sollte ein Gutachten von einer Universität beantragt werden.
Der Erfolg dieser Strategie zugunsten des Opfers war aber sehr selten, denn es scheint vielmehr, dass weite Teile des Stadtrats, wenn auch nicht alle, kein Interesse daran hatten, die Wahrheit zu erfahren, geschweige denn die angeklagte Person zu retten. Bereits hier in der dritten Phase der Lemgoer Hexenverfolgung taucht ein Name auf, der für Jahrzehnte untrennbar von dieser Thematik sein wird, der Stadtsekretär Johannes Berner, der viele Jahre als der Ankläger fungieren würde und für ein halbes Jahrhundert eine zentrale Rolle der Lemgoer Hexenverfolgung spielte. Hier ist also ein Bürokrat, der eng im Schatten von regierenden Bürgermeistern lebt und der ein ganzes Leben der Folter und Verurteilung von angeblichen Hexen gewidmet hat. Jemand, der diese Arbeit mit sadistischem Eifer betreibt und dabei vermutlich ein beachtliches Auskommen generiert. Karl Mayer schreibt hierzu: Als öffentlicher Ankläger begegnet uns hier zum ersten Male Johannes Berner, der als Fiskal und später als Stadtsekretär fast 6 Jahrzehnte hindurch in allen Hexenprozessen eine entscheidende und verhängnisvolle Rolle gespielt hat. Die Bürgermeister wechselten, der Stadtsekretär blieb. Er übersah das gesamte Triebwerk des Stadtregiments, er verfasste die Folterprotokolle, wenn es nützlich schien, verfälschte er sie, er war der unersättliche Spürhund bei allen Verfolgungen. Übrigens steht fest, dass, vermutlich in den 90er Jahren des 16. Jahrhunderts, seine eigene Mutter als Hexe hingerichtet wurde, ebenso wie die Mutter Hermann Kottmanns, des späteren Hexenbürgermeisters. Die Folter selbst wurde, zumindest offiziell, wer weiß, was da alles noch hinter verschlossenen Türen geschah, nicht von den Hexendeputierten ausgeführt. Ihre Aufgabe bestand in der Aufzeichnung und der Präsentation der Ergebnisse. Das Foltern selbst war eine Aufgabe des offiziellen Scharfrichters, der eben auch als Folterknecht diente. In jenen Jahren des Dreißigjährigen Krieges war es Meister Dietrich Claus. Doch erst sein Sohn David Claus sollte zu einem der berühmtesten Scharfrichter der deutschen Geschichte aufsteigen. Die meisten Prozesse der Kriegsjahre unterstanden dem Bürgermeister Dr. Johann Stute, dessen Name nicht so oft Erwähnung findet wie der der beiden Hexenbürgermeister Kerkmann und Kottmann. Und doch saß er in einem Zeitraum von 10 Jahren weit über 20 Hexenprozessen vor und schickte über 80 Menschen in den Tod. Diese Jahre markieren aber auch den amtlichen Aufstieg des zukünftigen Langzeitbürgermeisters Dr. Heinrich Kerkmann, so dass sich der Gedanke aufdrängt, dass Kerkmann hier von Dr. Stute alles gelernt hatte, das er gebrauchen konnte, um diese scheußliche Betätigung erfolgreich fortzusetzen. Die Kasualistik jener Kriegsjahre hat es bereits in sich und ich möchte zum Abschluss dieser Episode 6 Fälle zeigen, die Karl Mayer zusammengetragen hatte. Die mehr als 60 Jahre alte Sottische geborene Ilse Holtrebe ruft, als sie in der Folter hängt. Jesus von Nazareth hätte ihr das Zaubern gelehrt. Sie wäre ein Gotteskind, könne nicht zaubern. Darauf wird sie mit Ruten gepeitscht und ruft, sie wisse nicht mehr, als dass Gott im Himmel sei, man solle sie töten. Dann ist sie eingeschlafen, wie es heißt, in Wirklichkeit vor Schmerzen ohnmächtig geworden. Man wirft ihr Feuer und Schwefel auf den Leib und gießt ihr Heringslake ins Maul. Sie ruft, solches schmecke ihr zum ewigen Leben, Gott möge den Herrn vergeben. Welch entsetzliche Ironie. Zum Schutze des Christentums martern diese Männer eine Frau, die an eben diesen Leuten, ihren Mördern, in aller Einfalt erhabenstes Christentum erweist. Wie harmlos korrekt erscheint dagegen die Handlungsweise der römischen Kaiser, die in den Christen römische Untertanen hinrichten ließen, welche die Staatsreligion verleugneten. Es ist nur allzu verständlich, dass die Gemarterten nach einem schnellen Tode verlangten und, wo es versagt wurde, selbst ein Ende zu machen suchten. Dagegen verwahren sich die Herren ausdrücklich, wenn sie sich umbringen würde, sie daran unschuldig sein wollten. Barbara, der Familienname wird nicht genannt, floh aus dem Kerker, stürzte sich vom Waschsteg der Langenbrücke-Pforte ins Wasser, um durch die Wasserprobe ihre Unschuld zu beweisen, ertrank und wurde hinterher verbrannt. Die klemmische Lisbeth Wippermann in 1631 behauptete ganz richtig, wenn sie tot gemartert würde, als dann sagte man, der Teufel hätte ihr den Hals gebrochen. Das war die stehende Redensart in solchem Falle. Dabei forderte der richtende Rat das Publikum ganz bieder auf, sich durch Augenschein zu überzeugen, dass der Teufel, in Wirklichkeit war es der Knecht Meister Dietrichs, der Hexe den Hals umgedreht habe. Furchtbare Schicksale entrollten sich.
Ernst Stocks Witwe, Lineke Schmidt-Pott in 1630, ist 28 Jahre lang Hebamme gewesen. Ein gefährlicher Beruf damals. Bei der Tortur berichtet sie, sie sei 8-mal in Kindesnöten gewesen, habe viel ausgestanden und manchen Menschen gut getan. Auch dem Meister Dietrich, der im Begriff ist, sie satanisch zu peinigen, habe sie 2 Kinder gebracht. Schließlich bricht sie zusammen und bekennt. Die Rintelner Juristen urteilen, dass ihr zuvörderst 2 Finger lebendig zu verbrennen seien. Der Rat beschließt, die Stocksche teils mit Zangen zu reißen, teils mit Feuer lebendig zu verbrennen. Von einer Verteidigung war damals überhaupt nicht mehr die Rede. Die Opfer jener Verfolgung entstammen zumeist dem Handwerkerstande, doch finden sich unter ihnen auch vereinzelt vornehme Leute. Die Greise Ilsabe Röhr in 1632 war die Tochter des verstorbenen Pastors auf der Neustadt Johann Christian, auch Karstian genannt. Sie entging dem schrecklichen Feuertode, denn sie vermachte noch schnell der Kirche zu St. Marien 50 Taler und wurde dafür zum Schwerte begnadigt. Wie sagt doch Mephisto, die Kirche allein, meine lieben Frauen, kann ungerechtes Gut verdauen. Ich kann es mir und meinen Lesern ersparen, noch weiter auf die einzelnen Prozesse jener Zeit einzugehen. Richter und Henker beherrschten das Folterspiel so vollkommen, dass die grausige Komödie fast immer programmgemäß abrollte und nur geringe Abweichungen vorkamen. Dabei handelten die Richter ganz im Einverständnis mit dem verblendeten Volk. Die 70-jährige Anneke Kuhlemann, geborene Pott in 1635, war aus Angst vor Verfolgung, da sie von justifizierten Hexen als Genossin beklafft war, aus der Stadt geflüchtet zu ihrem Sohn Johannes, der in einem Dorfe jenseits Bremen Prediger war. Dieser fromme Gottesmann stieß seine Mutter von sich und erklärte sie für eine arge Hexe. Die arme Frau weiß nicht mehr ein noch aus. Ihre Nachbarn wollen sie nicht bei sich dulden. Ja, sie drohen, wenn die Herren sie nicht zu gebührender Strafe zögen, würden sie selber an sie wider ihrem Willen die Hand legen müssen. Sie wurde verhaftet und war damit verloren. Es musste erst der äußere Feind die Stadt drangsalieren. Im Jahre 1633 zuerst die Kaiserlichen, später die Schweden, eher die frommen Herren von ihrer Schinderarbeit abließen. Als vom Jahre 1636 an beide Parteien abwechselnd die Stadt berannten, besetzten und plünderten, erlosch der fromme Eifer des Rats vollends. 17 Jahre lang hatten die Lemgoer Ruhe, bis im Jahre 1653 die Verfolgungswut aufs Neue losbrach und diesmal nicht bloß in Lemgo, sondern im ganzen Lande. Zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Blick in die unmittelbare Ökonomie der Hexenprozesse. Dem Heimatforscher Karl Wehrhahn verdanken wir aus den 20er Jahren die Analyse einer entsprechenden Abrechnung. Es handelt sich um einen Prozess aus dem Jahr 1654, also die 4. Hotspot-Periode Abschnitt A unter der Leitung von Bürgermeister Heinrich Kerkmann, als am Anbeginn jener Jahre, mit denen wir uns ab der nächsten Episode beschäftigen werden. Hier kann man sehen, wie einträglich so etwas sein konnte, zumal hier öffentliche Gelder in private Taschen wanderten. Auch darf man sich von den niedrigen Zahlen nicht beeinflussen lassen. Die Kaufkraft der damaligen Reichstaler, Gulden und Groschen war durchaus groß. Nach heutigen Maßstäben sprechen wir hier von 3- und 4-stelligen Beträgen. Aus der Liste können wir feststellen, dass die Folter 8 Tage gedauert hatte. Die Liste fängt mit 10 Groschen an für sogenannte kleine Diener vor dem Angriff. Sprich, da wurde die angeklagte Person erstmal nur etwas hart angepackt und vielleicht ein wenig vermöbelt, auf jeden Fall mit Angst konfrontiert. Dafür gab es dann auch etwas Geld. 3 Reichstaler und 20 Groschen kostete das 8-tägige Bewachen durch einen gewissen Reinke Lüking und Joist Helling. Hier spielte auch eine Rolle, dass es damals keine offiziellen Gefängnisse gab und der ganze Vorgang somit wie so eine Art Extrajob angesehen wurde. Der Richter erhielt 18 Groschen, der nutzlose Defensor erhielt 16 Groschen fürs Nichtstun, der Sekretario, in dem Falle also vermutlich Johannes Berner, erhielt 2 Reichstaler. 10 Reichstaler, also richtig viel Geld, gingen an die sogenannten Verordneten zu Justizien, also den Deputierten. 1 Reichstaler und 19 Groschen gingen an Meister David, also den Scharfrichter, für seine Auslagen. Hierbei handelte es sich vor allem um Bier und Essen, das er seinen Knecht holen ließ. Es gibt noch einen Posten über fast
5 Reichstaler für Verköstigungen der restlichen Belegschaft. Das alles passiert, während da eine gefesselte, halbnackte Frau hängt, der Mann gerade versucht, irgendwelche Knochen zu brechen und der Mann währenddessen die Haut aufschneidet. Und dabei sollte natürlich niemandem der Magen knurren. Ich bin ja auch letztendlich postmodern genug, um mir zu denken, dass David Klaus den Job nur dadurch machen konnte, dass er während des gesamten Prozesses entsprechend einen Sitzen hatte. Das Bier hatte also vermutlich eine Funktion und kam nicht gerade in kleiner Menge. Wie der Betrag zeigt, für einen Reichstaler bekam man damals vermutlich eine Menge Bier. 10 Groschen kostet Licht und Tran, da das alles in fensterlosen Kellergewölben passiert, damit man draußen nicht zu viel von dem Geschrei mitbekommt. Schließlich 5 Reichstaler an Meister David Klaus für die abschließende Gesamtabrechnung inklusive der Hinrichtung. Offensichtlich handelte es sich um einen Schwerttod, also eine Enthauptung, denn sonst wäre noch ein deutlicher Posten hier an einen Handwerker, der den Scheiterhaufen gestellt hätte. Gerade in diesen Jahren hier unter der Ägide von Kerkmann war man gerne bereit, dem Scheiterhaufen aus Kostengründen aus dem Weg zu gehen. All das zeigt eine befremdliche Männerpsyche, macht aber auch deutlich, dass hier richtig Kies zu machen war. Es lohnte sich finanziell, ein Hexendeputierter zu sein, und es lohnte sich, der Ankläger und Prozesssekretär zu sein. Beträchtliche Einnahmen gingen dann allerdings an den Scharfrichter, der mit seinem Knecht die unmittelbare Folterei praktizieren musste und am Ende die Exekution, also das Töten, auf sich nahm. Und doch vermute ich, und das werden meine weiteren Studien hier entweder erhärten oder widerlegen, und doch vermute ich, dass all das nur die sekundäre Wertschöpfungskette dieser kommerziellen Gewaltorgien war. Sozusagen das unmittelbare Geld, das man sich für den ganzen Stress auszahlte, dem man sich bei so einem Verhör- und Foltergericht aussetzte. Doch meine Vermutung ist eben, dass die Mechanismen dahinter sich um größere Zahlen drehten. Um Gutshöfe, Häuser, Besitztum, das sich durch persönliche Schicksalsschläge und den Krieg plötzlich in den Händen von alleinlebenden Witwen befand. Und diese Witwen wurden schnell zum Freiwill solcher Machenschaften. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob meine zukünftigen Erkenntnisse in diese Richtung hinweisen werden. Bis zum nächsten Mal.